Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Chaos auf Deponia. Wir haben den Cyber-Wachhund in der letzten Folge so zum Lachen gebracht, dass er durchgebrannt ist. Und jetzt können wir hier auch hineingehen. Das hat er nämlich vorhin bewacht. So, gucken wir mal, was hier denn jetzt alles ist. Okay, Elektroden. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein! Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Okay. Indox Ersatzteilladen, meine ich. Na gut, mehr gibt's hier nicht. Kurbel und einen Köder haben wir noch dabei. Hey Doc, Rufus. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter, die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Okay. Schraubenzieher Schublade, da können wir sie ein paar gute Objekte noch mitnehmen. Jetzt gucken wir mal erstmal hier. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Goal? Goal! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Okay. Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Gut. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. Der Hai ist auch cool. Der vorbei. Vorbeizieht, vorbeischwimmt. Aha. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Gut. Schalter. Gucken wir erstmal, was in der Tiefkühltruhe ist. Wasser. Gefrorenes Wasser oder halt Eis, ne? Hallo. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Gut, dann machen wir mal zu. Gucken, was der Knopf noch macht. Schalter. Der macht. Na gut. Müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas einfrieren. Okay, wir gehen zurück in die Schleuse und ich trinke mal kurz was.
So. Gut, da müssen wir in den Gadget-Shop. Die Frage ist halt, wo der ist, ne? Gucken gleich mal auf der Karte. Hey, du. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da bist ja mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tut dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? So, guck mal auf der Karte. Darf ich jetzt hier langlaufen? Boah! Wo sind wir denn hier? Ach, und hier führt alles hin. Warte mal. Ich gucke erstmal hier lang. Vielleicht ist da einfach mal ein kleiner Bereich, dann können wir den schon mal abhaken. Genau. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole, ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Ein Idiot. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Tür. Verfluchte Sektenmitglieder! Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz genagelt hätte, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder... Was zum... Wer bist du denn? Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Ich gehe dann mal wieder. Wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Na gut. Vordocks Werkstatt, wir gucken mal, was hier ist. Hier ist so viel. Was ist denn los? Okay. Turnierhand. Das hier ist offenbar eine richtige Hand. Von Würfelspielen halten die hier wohl nichts. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also, sonst klappt das immer. Okay. Ah, wir sind jetzt wo? Warum kann ich leider... Ich kann leider nicht gucken, was dann hier ist, ne? Was denn... Ist doof. Okay, ist ein Marktplatz. Ich meine, wenn ich hier bei dem Viertel bin, dann kann ich nicht gucken, wie der heißt. Hier auch nicht. Da kann ich nur zurückgucken. So, hier war auf jeden Fall der Marktplatz. Da oben ist noch keine Ahnung, was da ist. Naja, gucken wir uns erstmal hier noch um.
Zu für meinen Geschmack. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Na gut. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. So, steck mal ein. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? So, ein paar Zeug. Ein paar Sachen haben wir jetzt schon mal im Inventar. Zum Dock. Zum Marktplatz. Generator. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Das ist kein Schrott. Gut. Da geht's auch noch irgendwo hin, wo alles rosa ist, aber es sieht aus wie eine Spelunke. Ei. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Gut, Stoßstange. Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Stranzo! Bist du Mato? Er macht Puft, meine neue Sacco, die Aria! Jetzt, ich muss zu ihm danken, um ihn zu holen, die Ersatz! Das war lustig. Ups. Man kommt jetzt wieder, ich wollte mit dem reden. Ein Notenständer. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes, hat er, glaube ich, gesagt. Ein Notenständer. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. Das Depot hat sich gerade minimiert, aber jetzt geht's ja wieder. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Na gut. Sonst können wir aber nichts machen. Was ist jetzt? Ich wollte mit dem reden. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Gut. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Au! Autz! Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Wie es mir aussieht, wenn die zwei verschiedene Parteien... die Aufstiegscode haben. Na gut. Ich glaube, hier ist der Gadget-Shop, ne? Kann es sein? Sieht so aus. Jetzt können wir uns hier auch richtig umgucken. Boses Kutter geht es nochmal dahin. Na gut. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Schön. Mit. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach, das fällt mir schon wieder ein. Was war es noch gleich? Ach ja! Aua! So. Ich finde doch immer den Haken. Meistens steckt er in meiner Fingerkuppe. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen.
Die will ich nicht. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem Okay. Wollt uns eine Angel noch bauen, ne? Hallo? Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Gut, da ist die Karte. Mit dem Angler können wir auch noch reden. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.